Okay, ich mach das Ding mal an. Ich glaube, wir müssen eine Runde rückwärts fahren. Schneller, rückwärts, schneller! Und wir haben hier dieses Tor geöffnet, ne? Das da. Da müssen wir, glaube ich, lang. Wir müssen nur die Weiche verändern, auf rechts abbiegen. Jawohl. Und dann können wir hier rumfahren. Ja, perfekt. Schön, wenn mal Dinge funktionieren. Jetzt ballern wir einfach hier runter mit unserem Zug. Und sind mal gespannt, wo wir ankommen. Stromkabel! Ah, guck mal, da fällt fahles Tageslicht durch die Decke. Wo werden wir wohl ankommen? An einem Tor! Ich glaube, die haben hier eine kleine Sicherheitsbarrikade eingerichtet. Und man muss echt ein ganzes Magazin in diese Penner reinballern, bis die mal umkippen. Beziehungsweise sich gemütlich hinsetzen im Schneidersitz. Okay, eventuell müssen wir da rein. Aber da ist auch ein Stromkabel. Das könnte problematisch sein für Leute, die allergisch gegen Strom sind. Ha! Und noch eine Rakete für unseren Raketenwerfer. Ich frage mich schon, wann wir das Ding benutzen werden. Okay, die Tür ist defekt. Ich glaube, wir müssen eventuell darauf. Kann das sein? Schieb. Schieb. Wir wollen nicht in das Stromkabel geraten, bitte. Heute mal nicht. So, ein bisschen verschieben, dass wir auf dieses Rohr klettern können. Eventuell. Ja! Nein? Ja, doch. Funktioniert. Okay. Tschö mit Ö. Dachte, wir sollten jetzt mit diesem Transitsystem irgendwo hinfahren, aber naja, dann eben nicht. Vielleicht später. Oh, hier sind Geräusche. Wir sind nicht allein. Das ist mir auch schon aufgefallen. Gehen Sie jetzt. Da ist dicht. Freeman? Oh, Freeman! Halt, warte! Ich dachte, ich laufe hinterher, aber das weiß ich, ob das so gesund ist. Ich laufe mal hinterher. Hey, das hat hervorragend funktioniert. Okay, eventuell muss ich Freeman doch nicht hinterher eilen. Ich muss erstmal die Dinger hier wegschießen. Leute, hört auf mit Glühdingern nach mir zu schießen, bitte. Das mag ich gar nicht so. Finde ich schön, dass es so ein, quasi so einen kleinen Overlap mit dem Original Half-Life gibt. Dass tatsächlich wir Freeman sehen, wie er denn das Ding reinspringt. Oh, jetzt fällt da alles runter. Oh, guck mal, da oben hat sich so ein Portal aufgetan. Was wohl passiert, wenn wir da reinkriechen? Nur Gutes, hoffe ich. Nur Gutes. Oh. Daten werden geladen. Oh yeah, wir sind auf Xen, der Alienwelt, die so super bizarr und gruselig ist. Und bizarr auch. Und recht gruselig, muss ich sagen. Also nach meiner Erfahrung. Ich mache mal ein Quicksave hier. Wir müssen eventuell. Da unten liegt jemand rum. Das habt ihr auch gesehen, ne? Irgendwie ruckelt das Spiel gerade aus irgendeinem Grunde. Hey, na, geht's dir gut? Ja, nein, vielleicht? Eher nicht. Da ho. Da leuchtet auch irgendwas. Au, Beine gebrochen. Ich dachte, wir sollten zu diesem Leuchtkristall. Sollten wir nicht. Das war eine Fehlinformation. Ich dachte, wir müssen an den Leuchtkristall und ihn berühren. Auf sinnliche Art und Weise. Aber das war nicht der Fall. Ich verstehe nun. Wir müssen wahrscheinlich eher hier hoch. Was? Oh, da kam gerade jemand runtergefallen. Jetzt wird's interessant, Kinder der Nacht. Hey, Onkel Wissenschaftler, was hast du denn hier mitgebracht?
irgendeine Art Energiewaffe. Die möchte ich ja gerne in irgendwas ausprobieren. Aber erst müssen wir hier irgendwie... Da oben ist ein Portal. Ich könnte schwören, da müssen wir hin. Hey, na ihr? Oh, das ist eine Portalwaffe. Die ein Portal schießt, die Dinge wegteleportalt. Nur wohin ist die Frage? Aber interessant eigentlich. Okay. Also, wenn mir irgendwas gegenübersteht, was ich wegteleportalt haben will, einfach diese Waffe benutzen. So, dann gehen wir nochmal... Ich wollte eigentlich da auf das Ding rauf. Ich sollte öfters quicksaven. So, ich sammle die Portalwaffe ein. Dann quicksave. Müssen wir darauf? So, an euch verschwende ich diesmal kein Portal. Ich schmalze euch einfach weg mit meiner Pistole. So sieht sie mich aus. So ein Typ bin ich. Ach, guck mal, mir ist so ein Stein in den Weg gekommen, glaube ich, gerade. Ständig werden einem Schweine in den Weg gelegt. Wenn sie ja nicht beim Metzger. So, und nun in das Portal da rein. Und hoffen, dass es uns zurück zur Erde bringt. Weil sonst falte ich die Bude hier zusammen wie so ein Akkordeon. Oder spring daneben. Fallen wir einfach mal ins Nichts. So, wir müssen nur auf das... Yes, geschafft. Komm schon, einfach zurück nach Hause. Die Tiefe. Das sieht nach menschlicher Bebauung aus. Sehr gut. Die Tiefe. Warum heißt es wohl die Tiefe? Werden wir nun in die Tiefe hier hinunterfahren? Ich wollte doch eigentlich raus. An die Oberfläche. Und nach Hause. Zu meinen Katzen. Aber nein, wir müssen hinab in die Tiefe. Na, so typisch. So typisch. Ah, ach so, ja. Das ist also die Tiefe. Ich verstehe. Hm, ja, ja. Sieht gut aus soweit. Hm. Warum haben die hier ein Aquarium in der Tiefe? Ach so, weil es die Tiefe ist, ja. Ach Mist. Ich hätte so gern Zugang gehabt, aber er wurde mir verweigert. Oh, ich habe ein stabiles Gesicht. Ich habe damit das Glas zerbrochen. Hydrofauna. Studienlabor. Hm, die gute Hydrofauna. Darum das Aquarium. Verstehe. Ich habe mich hier selbst eingeschlossen, um diesen Bestien zu entgehen. Geil. Würden Sie wohl freundlicherweise diesen Transporter bedienen? Ja, einen Moment. Ich muss mich erstmal um die Bestien kümmern. So ungefähr. Und er hat sich da in Sicherheit gebracht vor diesen Bestien. Ich muss gerade meinen Kram aufladen. Ich hole dich gleich raus, keine Sorge. Dauert nur Minuten. Ich muss gerade noch mal mein Mobiltelefon aufladen. Er ist schon bei 17%. Dauert nicht mehr lange. So, wie hole ich dich denn da raus? Muss ich irgendeinen Knopf drücken? Den hier beispielsweise. Alter, ich dachte schon, du wärst für immer weg. Nein, es hat funktioniert. Du bist... Ihr habt funktioniert. Den Teleporter gebaut. Ihnen Zutritt zu allen verschlossenen Bereichen dieses Labors. Ich hatte so einen Verdacht, dass das passieren könnte, aber der Verwaltungschef wollte einfach nicht zuhören. Immer diese Verwaltungschefs, weißt du? Man warnt sie. Nein, was wir tun können, könnte ein interdimensionales Portal zu außerirdischen Welten öffnen, die dann unsere Welt überrennen. Aber nein, diese Verwaltungshansel hören nie auf ein. Ständig glauben sie, sie wüssten es besser. Cool, cool. Kommst du da mal mit und öffnest mir die Tür da hinten? Bitte? Ich habe hier, das habe ich auch schon mit dem Gesicht aufgemacht hier. Gut, wie ich bin. So, da, hier, da müssten wir einmal lang. Machst du auf, ne? Mach mal auf, bitte. Lass dir Zeit. Tada! Dankeschön! Ui, wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Was meinst du jetzt?
Aber egal, super interessant, das auch. Guck mal, es hat ganz knapp an mir vorbeigerotzt. Ja, ist gefährlich, wenn hier die Dinge aufgehen. Kannst du die Tür auch aufmachen? Und wo führt das hier hin? Ich höre Geräusche, bin ich sicher, was sie... Oh! Oh! Viecher! Leute! Meine Fresse! Ah ja, da kommt noch einer aus der Wand raus. War ja eigentlich klar. Oder aus der Decke. Was ist hier mit der Wand? Kann man die aufmachen? Ich kann da durchgucken. Ich weiß, dass Onkel Heinz da drüben ist. Hier kommen wir nicht lang. Alter, wie viele sind denn da von den Hackfressen? Ich lasse den Wissenschaftler gerade zurück, ne? Naja, der wird schon alleine fertig. Der schafft das schon. Der ist ja robust und klug. Der hat ja auch seinen komischen Anzug an. Was immer passiert, er wird es überleben. Oh. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Hätte der Typ uns auch aufmachen können wahrscheinlich. Das ist so eine komische Teleporterkapsel, so wie es aussieht. Wahrscheinlich müssen wir da reingehen und dann uns wegteleportieren. Ist das clever? Ist das eine gute Idee, da reinzugehen und den Knopf zu drücken? Das sprüht bereits Funken. Oh Mann. Ja, auf unseren Erfolg. Oh Scheiße, was passiert jetzt? Was? Ah, es hat einfach mal ein Stück vom Raum dann rüber teleportiert. Ja, super. Das teleportiert Teile des Mobilars da drüben ins Wasserbecken. Mich bestimmt auch. Ich freue mich schon. Oh, shit. Okay, jetzt bin ich in diesem Wasserbecken. Bin ich sicher, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Ich tauche mal eine Runde. Irgendwo muss hier ja quasi Notausgang sein. Zombies. Na gut. Irgendwo müssen hier auch Zombies sein. Ich weiß, was gegen Zombies besonders gut hilft. Schrot. Habe ich gehört. Haben mir Leute gesagt. In Internetforen. Verrecke! Was? Dass sie immer eine Extra-Einladung brauchen. Man sollte meinen, man schießt ihn einmal ins Gesicht und dann ist gut. Nein, 5-6 Mal, damit endlich Schluss ist. Die wissen einfach nicht, wann gut ist, diese Zombies, weißt du? Oh. Schon wieder irgendwo im Wasser gelandet. Wie viele Wasserbecken haben die denn hier? Ah, gefährliche Maschinerie. Und Zombies. Haha, kannst nicht schwimmen, wa? Trottel. So, erwischt. Oh. Nerv nicht. Noch einer? Wie viele sind... Na mal, hier ist Zombiehausen. Definitiv Zombiehausen. Da müssen wir ordentlich reinholzen. Oh, hey! Ja, er ist tot. Hätte ja sein können, dass er nicht tot ist. Da muss man zumindest mal nett Hallo sagen. Ich wollte hier kurz noch was einsammeln eigentlich, bevor ich da runterstürze. Voreilig. Oh! Ja, hätte ich vielleicht besser wissen sollen, als das Ding anzufassen. Natürlich explodiert es, wenn es Funken schlägt. Ja. Das war nicht so clever. Okay, jetzt können wir nach unten. Ah. Oh, da kommt ein Powerfish und wir haben ihm das Tor geöffnet. Das war sehr klug von uns.
dass wir das gemacht haben. Da bin ich sehr stolz auf mich selbst, dass wir den Mut dazu hatten. Jetzt schwimmt da ein Powerfisch rum. Und an dem müssen wir vermutlich vorbei, um durch das eben geöffnete Tor zu gelangen. Powerfisch, ich komme! Die Schrotflinte funktioniert unter Wasser. Ich mach mal lieber einen Quicksave. Powerfish, wo bist du denn? Bist du lieb, Powerfish? Die Schrotflinte funktioniert nicht unter Wasser. Funktioniert die Pistole unter Wasser? Powerfish? Oh, er ist hinter mir. Hilfe! Hilfe! Wenn ich schneller bin als der Powerfish. Oh, ich bin schneller als der Powerfish. Ich habe es in die Schleuse geschafft. Und ich bin dabei zu ertrinken. Nice. So, Powerfish. Hast Pech gehabt, wa? Ich bin zu clever für dich. Geht die Tür auch auf dann? Bitte? Ja. Hauptsache weg vom Powerfish. Gamma X-Ray. Authorized use only. Warum explodiert hier alles? Danger, high radiation entry can be fatal. Wear proper protection. Okay, das wird so ein bisschen zusammengematscht hier. Wear proper protection. Clean suit required. Ja, dann werde ich doch sterben. Oh je, wenn ich da durchrenne, da kriege ich doch... Da krieg ich doch Pickel von. Ich sehe es doch. Au. Ich bin fast tot. Ich sollte nochmal laden. Das ist nicht gut. Ha! Ha! Man muss nur auf Dinge schießen, dann wird alles besser. Ich propagiere es bereits seit Jahren. Ach, Jahrzehnten. Oh. Acht Schweißbrenner. Ich glaube, das war so ein Reinigungsdings. Eine Labordusche. Ja toll, der schießt schon wieder auf mich da hinten. Das machen die andauernd, weil die mich haten. Das war eine Waffe, die auf mich zugelaufen ist und mir die Arme gesprungen ist. Sehe ich das soweit richtig, ja? Und die sich von alleine wieder auflädt. Ich liebe dieses Spiel. Wie niedlich war denn die Waffe, die auf dem Boden lang gekrochen ist und mir die Arme gesprungen ist? Ihr habt es alle gesehen. Wie ultra niedlich das war. Caution, avoid contact with airlock doors during pressurization. Dann pressurisieren wir mal. Ah, da ist der Powerfish schon wieder und ein komisches Portal. Ich glaube, da müssen wir leider reinspringen, auch wenn ich nicht so scharf drauf bin. Hui! Oh, wir sind wieder auf der Alienwelt. Da unten liegen Dinge rum. Aber eigentlich will ich nur in das andere Portal. Ich will so schnell wie möglich von hier weg natürlich wieder. Ja, so ungefähr. Tür geht auf. Wir können weiter. Oder auch nicht. Ah. Okay, wenn wir merkwürdige Elektro-Alien-Waffe unter Wasser benutzen, kriegen wir einen tödlichen Schlag. Ich verstehe. Nicht die merkwürdige Unterwasser, Elektro-Dings unter Wasser benutzen. Stattdessen mit der Pistole auf den Powerfish schießen. Oder sind zwei? Zumindest kommen sie hier nicht rein. Das heißt, ich kann ganz gemütlich von hier auf sie schießen eigentlich, wenn ich sie mal sehe. Wenn ich sie denn treffe, ich weiß es gar nicht. Ich mag die Powerfische nicht, die wirken gefährlich.
Warum sterben die nicht? Ich schieße auf sie. Mach Sterbi, bitte. Warte mal, kann ich mit der komischen Alienwaffe nicht quasi das ganze Wasser unter Strom setzen und die Fische damit wegballern, wenn ich dadurch sterbe? Nope. Hätte ja sein können. Ich muss irgendwie an diesen Fischen vorbei. Soll ich es einfach wagen und hier rausschwimmen? Pieks. Ich habe solche Angst vor ihnen. Oh. Lasst mich, geht weg. Esst wen anders. Was anderes. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Muss ich überhaupt irgendwo hin? Wie ist mir? Ja, fresst mich halt auf. Wo muss ich denn? Oh, da eventuell. Aber ich bin eh tot. Alles klar, ich muss nach da oben. Jetzt habe ich ein Ziel vor Augen. Platz da, weg da. Lasst mich. Ich muss überleben irgendwie. Lasst mich doch mal da in das Rohr rein, bitte. Aber gerade so mit dem Leben davon gekommen. Alter, Powerfische. Lasst euch nicht mit Powerfischen ein. Die machen nur Stress.